Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse für die Kalenderwoche 12, und zwar für die Handelstage vom 18.03. bis 22.03.2019. Mein Name ist Markus Klebe, wir sind wie gewohnt auf dem Kanal von JFT Brokers und wir wollen uns natürlich auch wie gewohnt hier am Wochenende dem Big Picture der Märkte DAX, S&P, US-Dollar und Gold widmen, wollen schauen, welche wichtigen Widerstände und Unterstützungen waren denn da in der vergangenen Handelswoche wichtig, welche Kerntendenzen sind eingetreten und vor allem welche Widerstände und Unterstützungen und welche Kerntendenzen könnten denn hier in der kommenden Handelswoche wichtig sein bzw. eintreten. All das werden wir natürlich hier in den nächsten Minuten für die angesagten Märkte tun. Bevor wir das tun, erstmal ganz kurz der Blick auf den Risikohinweis. Lest euch diesen bitte durch. Achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups formuliere, gegebenenfalls, ja, vielleicht auch Vortrade, gut, am Wochenende jetzt gegebenenfalls nicht Vortrade, dass ihr das alles definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder natürlich auch zum Broker beantwortet bekommen. Wir switchen erstmal auf die besagte Seite von JFT Brokers. Und ganz kurz für diejenigen, die es noch nicht wissen an dieser Stelle, ihr habt die Möglichkeit, jetzt seit einigen Wochen bei JFT Brokers Aktien, reelle physische Aktien, kostenlos zu handeln, ohne Gebühren, ohne Transaktionskosten. Da kann man eine ganze Menge Geld sparen gegenüber anderen, vielleicht der Hausbank oder auch der ein oder anderen Onlinebank. Also, tut euch keinen Zwang an. Die Website von JFT Brokers ist natürlich für alle offen. Ihr habt dann hier auf der Möglichkeit, auf der Website die Möglichkeit, rechts auf den Button kostenlos zu gehen, auf den dann folgenden Button mehr erfahren klicken und dann kommt ihr zu einer entsprechenden Unterseite mit den ganzen Informationen dazu und dann tut euch natürlich keinen Zwang an und hier, wer es noch nicht hat, ein Konto bei JFT Brokers zu eröffnen und eine ganze Menge Geld zu sparen an dieser Seite und auch noch zusätzlich seit einigen Wochen hier jetzt bei JFT Brokers, wer sich für den DAX interessiert, den wir auch gleich besprechen werden, 0,8 Punkte Spreads nur noch hier bei JFT Brokers, also das auch nochmal ein sehr, sehr schöner Schritt, gerade in Richtung der ganzen vielen aktiven DAX-Trader. Wir blicken erstmal, bevor wir mit dem DAX starten, dann natürlich auf den YouTube-Kanal, wie gewohnt an dieser Stelle mit dem Hinweis, wenn ihr hier diese Analyse euch anschaut, unten in der Videobeschreibung könnt ihr auf mehr klicken, dann seht ihr entsprechend die Märkte, auf die ich hier zu sprechen komme und ihr habt dahinter eine Zeitangabe, wenn ihr entsprechend auf diese Zeitangaben klickt, kommt ihr entsprechend im Video in der Analyse an die Stelle, wo ich dann über den S&P, Euro, US-Dollar oder eben Gold spreche. Also wer sich den DAX nicht anhören möchte oder vielleicht DAX und S&P nicht anhören möchte und dann direkt zum Euro, US-Dollar springen möchte, der kann das hier natürlich tun, indem man hinten auf diese Zeitangabe klickt. Und ich würde mich natürlich nach wie vor riesig darüber freuen, wenn ihr dieser Analyse, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt. Das gefällt mir und natürlich auch YouTube und das hilft natürlich ungemein hier diesem Kanal, um weiterhin euch hier kostenlos diesen super Content zur Verfügung zu stellen. Wir blicken als allererstes mal auf die Analyse des DAXes der vergangenen Handelswoche und wir hatten hier nur als Kern, was wir mal im Hinterkopf behalten wollten, einen wichtigen Bereich, einen wichtigen richtungsentscheidenden Bereich für uns festgelegt und das war der Bereich um die Marke 11.420. Wir hatten als nächstes dann noch den Bereich um die Marke 11.528 angesprochen. Wir hatten grundsätzlich gesagt, dass die Long-Tendenz oberhalb von 11.420 weiterhin Bestand hat, zwischen 528 und 420 ein wenig Vorsicht herrschen sollte, ja, da es sein kann, dass wir so ein bisschen eine Seitwärtsschwankung haben und eigentlich die Abwärtsseite erst so richtig unter 11.420 dann zum Tragen gekommen wäre. Also das an der Stelle erstmal die Analyse der vergangenen Handelswoche und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also der Markt ist hier, wir sehen das, das ist die vergangene Handelswoche. Moment, ich öffne mal noch ganz kurz mein Zeichenwerkzeug, was ich hier an dieser Stelle noch nicht getan habe. Und wir schauen uns mal an, was der DAX dann grundsätzlich gemacht hat. Denn er hat größtenteils uns Chancen auf der Aufwärtsseite geboten. Das startete direkt am Montag mit dem Beginn der Handelswoche. Dann kam allerdings der DAX, hier an dieser Stelle aber wirklich lediglich der DAX im Gegensatz zu den US-Märkten, etwas merklicher nochmal nach unten. Wir brachen dann auch mal vorsichtig unter den 5,28er Bereich. Das ergab dann auch hier unten mal ein kleines, vorsichtiges Short-Setup. Aber an dieser Stelle war wirklich ganz, ganz wichtig zu beachten und das hatten wir in den täglichen Livestreams besprochen. Die US-Märkte zeigten zu diesem Zeitpunkt so gut wie keine Ambitionen, hier nennenswert nach unten zu kommen. Somit war hier der Bereich sowieso oberhalb von
4,20, da waren wir noch und es war hier absolut kein Anzeichen, dass hier der Markt irgendwie Gefahr läuft, nennenswert nach unten wegzubrechen. Vielmehr ergaben sich dann auch hier unten Long-Möglichkeiten. Dann kam der Markt wieder über den Bereich 5,28 drüber und wir hatten hier wirklich zwischenzeitlich diverse Möglichkeiten auf der Long-Seite zu handeln, inklusive dem Erreichen der 6,75 neuer Bewegungshochs. All das hatten wir besprochen. All das war dann auch für die US-Märkte interessant, dass wir neue Bewegungshochs ausbauen. Also hier war die Analyse nicht schlecht und dann natürlich auch die täglichen Livestreams hier auf dem YouTube-Kanal von JFT Brokers. Und jetzt müssen wir uns das Ganze für die kommende Woche mal anschauen. Grundsätzlich muss man sagen, sind wir natürlich weiterhin sauber long tendierend. Also es gibt hier erstmal rein charttechnisch kein Anzeichen, dass der Markt irgendwie nach unten möchte. Wir sind hier von den Schwankungstendenzen mit steigenden Hochs und steigenden Tiefs unterwegs. Auch wenn in der vergangenen Handelswoche keine nennenswerten Hochs ausgebaut werden konnten, aber der Markt auf sehr, sehr hohem Niveau ja hier am Freitag geschlossen hat. Also wir haben hier wirklich oberhalb der 6,75 geschlossen. Das war ein markanter Widerstandsbereich, der wurde dann gebrochen und der Markt fand eben auf diesem hohen Niveau hier seinen Schlusskurs. Und erstmal ist es jetzt hier natürlich definitiv weiter denkbar, dass der Markt in weiter sauberen Zügen gen Norden läuft und als nächster Kernwiderstand der Bereich um die Marke 11.840 als realistisch im Raum steht für die Aufwärtsseite. Also das ist erstmal der grundlegende Gedanke. Jetzt malen wir das Bild für die kommende Woche mal etwas detaillierter ein. Wir hatten in der vergangenen Handelswoche ja hier unten den Bereich als den Bereich 420, also diese letzten Tiefs hier. Das war für uns ja der richtungsentscheidende Bereich, der kernrichtungsentscheidende Bereich, wo wir gesagt haben, okay, alles, was da drüber stattfindet, hat rein charttechnisch realistische Chancen, weiterhin auf der Aufwärtsseite zu pushen, weiterhin uns Long-Möglichkeiten zum Traden zu ermöglichen und der Markt wanderte nach oben. Und da er ja jetzt nach oben wanderte, vor allem eben nochmals hier in diesen Bereich 6,75 reinlief, neue Bewegungshochs ausbaute, so solle man jetzt hier an dieser Stelle, zumindest ist es dann meine Herangehensweise, dass man dann eben sagt, okay, dieser richtungsentscheidende Bereich für 420, der ist natürlich wichtig. Der ist wichtig, nach wie vor wichtig, auch als Unterstützung wichtig, aber ich würde jetzt hier erstmal den kernrichtungsentscheidenden Bereich für die kommende Handelswoche nach oben anpassen. Und wir hatten ja diese 5,28 auch in der vergangenen Handelswoche schon als einen kleinen Mini-richtungsentscheidenden Bereich mit so leichten Ausrufezeichen. Er wurde dann im Laufe der Woche hier an dieser Stelle dann auch nochmals kurz getestet, bevor es dann weiter nach oben geht. Somit würde ich jetzt hier von 420 auf 528 gehen. Das muss jetzt nicht exakt 528 sein, das ist klar. Das sind Bereiche, mit denen ich hier arbeite, die mir einfach helfen, das grobe Bild im Auge zu behalten, um hier eben wirklich die Aufwärtsseite, die Vorteile auf der Aufwärtsseite beziehungsweise die Vorteile für die Abwärtsseite eben in irgendeiner Art und Weise abzuwägen quasi. Und somit ist es hier denkbar, wenn wir aus diesem Bereich, aus dem aktuellen Bereich oberhalb von 6,75 dann hier doch nochmal etwas konsolidierende Bewegungen sehen. Wir haben zwar hier diesen Bereich dieser vorherigen Wochenhochs, den hatten wir dann hier schon am Freitag nochmal kurz getestet, bevor es dann nochmals nach oben geht, aber trotzdem sollte hier der Bereich um die Marke 600, können wir mal so im Hinterkopf behalten, 600, 550 und dann eben hier diese Tiefs 530. Eigentlich sollte idealerweise der Markt gar nicht mehr nennenswert unter 600 laufen, ja, sondern vielmehr idealerweise irgendwo da oben bleiben, ja, uns Möglichkeiten des Kaufes bieten und dann eben langsam und trendfolgend weiter in Richtung 840 in etwa wandern. Das wäre jetzt hier so eigentlich das Idealszenario. Aber wie wir es kennen, macht der Markt auch manchmal Dinge, die wir nicht so sehen wollen, sondern baut hier eben auch nochmal so ein bisschen Schwäche auf, was weiterhin eben definitiv im Aufwärtstrend wäre und an entsprechenden Unterstützungsniveaus dann natürlich auch erneute Aufwärts-Setups bietet. Wie gesagt, das wäre so in etwa der 600er Bereich, den wir uns hier mal anschauen werden, wenn der Markt da vielleicht zum Anfang der Handelswoche nochmal ein wenig runterdippt. Wir dürfen auch nicht vergessen, Freitag war ja großer Verfall, Hexensabbat. Es ist nicht selten so, dass solch Verfallstage schon
nochmal zur Folge haben, dass danach erstmal der ein oder andere Trend-Move einsetzt, da eben teilweise eben natürlich die Leute in neue Kontrakte reingegangen sind, beziehungsweise jetzt dieser Kontrakt ein wenig läuft, beziehungsweise die nächsten 3 Monate jetzt hier in diesen Kontrakten gehandelt wird, mehrheitlich gehandelt wird, und somit ist es jetzt nicht, wäre es nicht verwunderlich, wenn wir dann eben auch in der kommenden Handelswoche mal wieder eine schöne Trendbewegung sehen würden. Oberhalb von 5,28 wäre das interessant für die Long-Seite. Ich würde, wie gesagt, für die Woche erstmal als einen realistisch zu erreichenden Bereich den Bereich um die Marke 8,40 annehmen. Das ist ein nächstes Kernwiderstandsniveau aus der Vergangenheit, was man hier ablesen kann. Ich will das jetzt gar nicht großartig zusammenziehen. Das hatten wir in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder gemacht, auch wo wir diese Linien herbekommen. Also es war der Bereich um die Marke 840 und ist der Bereich, der hier durchaus realistisch angelaufen werden kann. Auch wenn man sich die Wochenschwankungen anschaut, die durchschnittlichen Wochenschwankungen, schaut euch das mal an. Die letzten Wochen hatten in etwa eben solch eine Bewegung. Das war ja im Prinzip hier diese Woche, dann hatten wir die andere Woche wieder den Weg nach unten. Das war dann hier in der vergangenen Handelswoche. Und wenn wir das jetzt hier in etwa nochmal so in etwa von der Schwankungsamplitude sogar einen Hauch weniger ransetzen, dann ist das definitiv eine realistisch zu erreichende Bewegung. Das war die Bewegung dann wieder von der anderen Woche. Das war hier dann auch mal eine Wochenschwankung ein bisschen größer. Hier waren wir sogar noch größer in dieser Woche. Also das ist durchaus realistisch. Das ist ja für mich immer interessant, dass ich realistisch erreichende oder realistisch zu erreichende Bereiche abwäge bzw. für mich festlege. Und sollte der Markt am Montag oder Dienstag bereits im Bereich um die Marke 840 sein, von mir aus auch am Mittwoch, dann muss ich natürlich schauen, okay, die nächsten Widerstände, die sehen wir ja. Es ist in etwa der Bereich um die Marke 890, dann kommen 950 und irgendwann haben wir natürlich wieder die 12.000, wo wir vor der Tür anklopfen. Aber das würde ich erstmal noch nicht annehmen. Sollte der Markt, das ist ja aber dann immer die andere Seite, doch nicht das ein oder sollte nicht das einsetzen, was wir jetzt idealerweise sehen wollen, also hier Long-Tendenzen an Unterstützungen mit entsprechenden neuen Bewegungshochs, dann ist natürlich genauso es denkbar, dass die Abwärtsseite eintritt, und auch mit diesem Hexensabbat, mit diesem Kontraktwechsel kann es natürlich sein, dass wir jetzt vielleicht auch mal eine Phase etwas stärkerer Konsolidierung sehen könnten. Immerhin sind wir im S&P an einem sehr, sehr wichtigen Bereich, der hier eben auch nochmal dafür sorgen könnte, dass wir doch nochmal ein Stück weiter nach unten gehen, und das ist dann im Endeffekt auch der DAX täte. 528 hier als richtungsentscheidend bedeutet, hier drunter würde ich dann schon auch etwas aggressiver im Vergleich zur vergangenen Handelswoche dann auf die Abwärtsseite setzen, als allererstes in Richtung 420, und ich denke, wenn wir dann hier nochmals, ne, den Bereich haben wir jetzt schon doppelt getestet, wenn wir dann jetzt doch nochmal unter 420 nachhaltig gehen, dann wäre es hier denkbar, dass die Abwärtsseite sich etwas ausgeprägter ausführen oder etwas ausgeprägter ausdehnen könnte hier gen Süden, dass es schnell in Richtung 250 geht. Das ist so in etwa diese Unterstützungszone hier, knapp unter 300, in etwa 250. Beziehungsweise dann haben wir ja so das nächste kernunterstützende Niveau wieder im Bereich 11.165. Viel mehr würde ich dem Markt jetzt auch für die kommende Handelswoche nicht geben, also dass wir hier irgendwie Richtung 11 rutschen. Alles ist möglich, aber ich sehe es nicht als realistisch an, vielmehr so 250 auf der Abwärtsseite. Das ist immerhin aus dem Bereich, ja, knapp vor 700 wären das ja hier dann eben schon 450 Punkte. Also das muss der Markt dann auch erstmal schaffen, und ich denke, es ist denkbar, dass wir hier Abwärtsseiten sehen, dass wir vielleicht auch die ein oder andere Momentumbewegung sehen könnten auf der Abwärtsseite, aber es wäre erstmal noch nicht mein favorisiertes Bild. Ich würde erstmal noch nicht darauf setzen, vielmehr sehen, dass der Markt weiter gen Norden wandert. Und das ist natürlich auch abhängig des S&Ps. Und den schauen wir uns jetzt an. Denn der ist hier charttechnisch an einem sehr, sehr wichtigen Bereich. Ich schiebe das Bild hier nochmal ein kleines bisschen zusammen. Denn grundsätzlich hat hier die Überlegung, wir können uns das gerade nochmal anschauen. Moment, ich habe das hier auch nochmal kurz vorbereitet. Die Überlegung des S&Ps der vergangenen Handelswoche, beziehungsweise der letzten Analyse. Denn wir hatten ja vorletzte Woche hier Schwäche. Wir hatten eine Konsolidierungsphase im S&P, und wir hatten gesagt, okay, solange wir, das ist ja diese Marke um 2763 in etwa, solange der S&P darunter bleibt, wäre es denkbar, dass wir weiter wieder Abwärtstendenzen sehen. Aber, und das ist ja eben das Interessante auch an diesen richtungsentscheidenden Bereichen, der Markt war am Montag dann, wir schauen uns das gleich an, der Markt ist sehr, sehr schnell am Montag über diesen Bereich gelaufen, und dann kam sofort wieder die Aufwärtsseite in Betracht, die trendfolgende Aufwärtsseite. Und ich hatte schon in der Analyse gesagt, ich denke, dass das hier unten, dieser etwas
ausgeprägtere Ausreißer auf der Abwärtsseite, der hier nur lediglich mal kurz unter diese Tief geblickt hat, unter diese Tiefs geblickt hat, dass das hier sein kann, dass das keinen längeren Bestand hat. Und dann sehen wir das hier im Chart, diese graue Linie, das ist ja im Prinzip das Ende der Vorwoche. Und wir sehen das, was wir gerade in der Analyse gesehen haben, hier diese Abgaben der vorletzten Handelswoche, ja, und dann dieser richtungsentscheidende Bereich, den wir angenommen haben, diese Marke um 63. Und da sehen wir, dass das relativ zügig ging. Der Markt war exakt oder relativ schnell über diesen Bereich 63 und dann wurde es eben interessant für die Aufwärtsseite, die dann eben auch sehr, sehr schöne Setups geboten hat hier im S&P beziehungsweise dann auch Trendfolgen im Dow Jones. Und wir hatten am Freitag dann darüber gesprochen. Ich hatte es in den Analysen schon vorher gesagt. Ich hatte am Freitagabend ja ein Video online gestellt, eine Analyse bezüglich des DAXes und des S&Ps mit dem Gedanken, dass der Markt darüber gehen kann, über diese Hochs, dass wir dort realistische Chancen am Freitag für die Longseite haben. Und schlussendlich ist das hier in diesem Maße eingetreten, auch so, wie wir uns das dann eben in der letzten Analyse angeschaut haben. So. Jetzt sind wir allerdings an diesem Bereich hier oben. Und was mir am Freitag nicht ganz so gefallen hat, allerdings tut es aktuell zumindest noch keinen Abbruch für meine grundlegende Überlegung, aber so richtig extreme Stärke ist nicht reingekommen. Es wäre hier nicht ausgeschlossen gewesen für den Freitag, dass der S&P, wir lassen mal dieses große Bild und betrachten mal dieses Hoch und dieses Hoch. Diese drei Hochpunkte, was hier der höchste Punkt eigentlich diese Zone hier ist, wo wir dann darüber gesprochen haben, dass ein Breakout darüber stattfinden kann und es durchaus realistisch wäre, wenn dieser Breakout stattfindet, dass der Markt eventuell etwas stärkere Volatilität bekommt. Da es sein kann, dass oberhalb dieser Hochs das ein oder andere, der ein oder andere Long Trigger wartet für den einen oder anderen Händler, dass dort Long Orders liegen, die eventuell es schaffen, den Markt gleich etwas stärker gen Norden zu ziehen. Der Ausbruch kam auch ein paar Pünktchen, das war jetzt nicht nur so ein paar Ticks, sondern der Ausbruch kam schon. Aber schlussendlich ist der Markt nicht extremst nennenswert nach oben weggesprungen. Er hat seinen Schlusskurs im Bereich dieses Widerstandsniveaus 2825 gefunden. Also so richtig extreme Stärke kam hier am Freitag nicht rein. Und somit müssen wir jetzt hier wirklich, das ist auch das, wo ich sagte, das ist im DAX nicht ausgeschlossen, dass der Markt sich vielleicht aus verschiedenen Gründen sogar mal dafür entscheidet, eine etwas ausgeprägtere Konsolidierung einzuleiten quasi. Aber das ist aktuell noch nicht das spruchreife Szenario. Allerdings sollte man es immer mal im Hinterkopf behalten und sich dann nicht wundern, wenn wie vorletzte Handelswoche hier vielleicht mal so ein bisschen Schwäche reinkommt. Was hätten wir hier als richtungsentscheidend für die kommende Handelswoche? Wir sind, wie gesagt, im Schlusskurs im Bereich 2825. Das ist in etwa dieses Hochniveau aus Oktober, November, Dezember von diesem Triple Top da quasi. Also wir sind quasi auf diesem hohen Niveau. Und ich würde jetzt hier mal für den S&P auch eine Stufe höher rutschen. Wir hatten ja in der vergangenen Handelswoche hier diesen richtungsentscheidenden Bereich um die Marke 63, wie eben angeschaut. Ja. Und ich würde jetzt für die kommende Handelswoche einfach auch hier eine Etage höher gehen als richtungsentscheidend. Zwei Etagen höher. 2800. Das wäre jetzt für die kommende Handelswoche eigentlich so der richtungsentscheidende Bereich für mich. Und ihr seht damit schon, der Markt hat natürlich dann noch Möglichkeiten, hier auch mal leicht nach unten sich zu korrigieren, ja, um dann vielleicht aus diesem Bereich sogar noch mal wieder Stärke zu finden. Aber so viel Platz gebe ich dem Markt jetzt nicht. Das sind für den S&P jetzt lediglich 25 Punkte. Das ist natürlich, im S&P sind 25 Punkte andere 25 Punkte als im DAX oder im Dow Jones, also das ist schon ein wenig Puffer, aber wenn man sich hier mal die Wochenschwankungen anschaut, der vorletzten Handelswoche, der letzten Handelswoche, also hier diese Schwankungen, ja, dann ist natürlich hier oben sind diese 25 Punkte gar nicht mehr so viel, aber wie gesagt, eigentlich sollte sich jetzt hier Momentum ausbilden. Der Markt sollte eigentlich diesen Break vom Freitag jetzt als Trigger nutzen, weiter gen Norden zu laufen. Realistische Chancen, dass wir die nächsten Widerstandsniveaus sauber anlaufen können. Da kommt der Bereich 2845, da kommt der Bereich um die Marke 2876, 75, 76. Das sind alles realistische Bereiche, die der Markt auf der Aufwärtsseite definitiv anlaufen kann. Und wenn wir uns mal hier
aus der Vergangenheit. Einfach mal anschauen, wenn der Markt neue Bewegungshochs ausgebaut hat, wie weit er das in etwa dann getrieben hat. Ja, immer wenn man hier das mal sich anschaut, dann ist das zwar in der Vergangenheit etwas kleiner geworden, aber auf jeden Fall wäre jetzt hier die Reise in Richtung 45 und dann idealerweise, wenn sich bedingt durch dieses Tribble-Top hier wirklich so ein bisschen Käufe einstellen, der Bereich in Richtung 2876 nicht ausgeschlossen. Und das zeichnen wir jetzt nochmal abschließend als kleines Bild ein. Dafür mache ich das Bild etwas größer oder so, ziehe das ein wenig zusammen, dass wir hier dann auch für die kommende Handelswoche wieder einen Vergleichswert haben. Also ihr seht ja, dass der Markt hier dann eben so ein bisschen Luft geholt hat am Freitag bzw. in der vergangenen Handelswoche, hier so ein bisschen noch nach unten gekommen ist und dann jetzt anfängt hier den nächsten Schwung gen Norden zu sehen. Und so würde ich in etwa jetzt, das wäre so auch mein Idealszenario. Und er sollte jetzt eigentlich nicht mehr nennenswert hier unter dieses letzte ausgebildete Tief kommen. Dann haben wir ja danach das Tief hier an der Unterstützung 81 und wie gesagt hier unten ja diesen Tiefbereich, der in der vergangenen Handelswoche richtungsentscheidend war. Und er sollte jetzt dieses letzte Tief hier eigentlich nicht mehr nennenswert nach unten durchstreiten. Es kann sein, dass er das nochmal kurz macht, um dann wieder anzuziehen. Das wäre erlaubt. Das ist hier durchaus realistisch und auch durchaus erlaubt. Aber er sollte sich hier nicht mehr nennenswert unter dem Bereich 2800 aufhalten. Sprich, das soll jetzt ein Viereck werden, das sollte nicht mehr die freie Linie werden. Also der Bereich 2800, der ist für die kommende Handelswoche hier der richtungsentscheidende Bereich. Und leichte Rücksetzer, völlig erlaubt, völlig ja, legitim, um dann hier gegebenenfalls die Aufwärtsseite weiter aufzunehmen. Und das ist dann auch für mich, für den DAX, immer der Blick, der Kontrollblick in Richtung USA. Solange wir darüber sind, sind weiterhin die Long-Tendenzen im DAX erlaubt. Auch wie in der vergangenen Handelswoche, wo wir dann ja erst im DAX, schaut mal, wir hatten hier, das ist wirklich auch für diejenigen, die den DAX sich dann im Prinzip ja immer anschauen. Wir hatten am Montag in beiden Märkten DAX und S&P Stärke. Dann hatten wir hier Schwäche im S&P, nicht nennenswert. Wir sind hier nicht mal unter die 81 gerutscht. Und der DAX, der ist ja hier bis hier runtergelaufen. Der ist quasi nochmal in das Ausgangsniveau vom Start, vom Wochenstart zurückgelaufen, um dann wieder nach oben zu laufen. Der S&P viel, viel stärker, saubere Bewegungshochs hier rüber. Also da ist wirklich viel, viel mehr Stärke drin gewesen. Und das hier, diese Stärke hier oben, ja, das ist ja genau das, was ich dann auch gesagt habe für den DAX. Hier kommt einfach aus den USA, wird diese Schwäche, die im DAX kurzzeitig eintrat, definitiv nicht bestätigt. Und somit heißt das für den DAX dann auch weiter long. Jetzt müssen wir hier doch nochmal neu einzeichnen. Aber das war jetzt auch nochmal für die DAX-Händler an dieser Stelle, warum ich dann auch immer auf den S&P schaue oder auch auf den Dow Jones. Also 2801 bzw. 2800 als richtungsentscheidend. Leichte Konsolidierungen hier durchaus realistisch und denkbar, um dann eben hier erneut die Aufwärtsseite in irgendeiner Art und Weise wieder aufzubauen und neue Bewegungshochs auch eben auf jeden Fall realistisch auszubauen. Sollten wir jedoch darunter rutschen, dann ist es auch hier denkbar, dass wir doch die Konsolidierung erstmal wieder aufnehmen in Richtung des Startbereiches der vergangenen Handelswoche, durchaus realistisch, also dass wir dann hier vorletzte Handelswoche runter, diese Handelswoche ein bisschen hoch und dann vielleicht sogar uns hier wieder Richtung Süden vorhangeln. Somit würde ich hier erstmal vorsichtig sagen, okay, es ist, wenn wir unter 2,8 rutschen, durchaus realistisch, die 63 anzulaufen, beziehungsweise dann sogar nochmal wieder in Richtung 37 zu laufen. Also quasi, dann würden wir ja eine Seitwärtszone auf diesem hohen Niveau ausbauen, was übergeordnet rein charttechnisch noch nicht mal schlimm wäre für die Aufwärtsbewegung oder für die Aufwärtsrichtung, aber für uns als Daytrader ist das natürlich dann eher interessant, in Richtung Konsolidierung zu handeln, mit Konsolidierungssetups quasi und oberhalb der 2800 mit Long-Triggern, mit Long-Setups, mit Long-Gedanken in Richtung der Bewegungshochs bzw. in Richtung neuer Bewegungshochs. Also das jetzt hier so die grundsätzlichen Gedanken für den S&P, die mir dann in der kommenden Handelswoche helfen werden, entsprechend dann damit umzugehen. Wir blicken mal ganz kurz und das verlinke ich dann auch, was ich jetzt vergessen habe. Durchaus, das habe ich ja noch nie vergessen. Wir haben ja noch gar nicht auf den Wirtschaftszahlenkalender geschaut für die kommende Handelswoche. Ich werde das dann eben am Anfang auch einblenden, dass man hier dann anstelle XY, ich muss das dann von der Zeit schauen, dass man dann eben den Wirtschaftszahlenkalender hier findet. Wir machen das jetzt zwischendurch vorm Euro, US-Dollar und vor dem Gold. Es kommen erstmal grundsätzlich nicht ganz so viele Extreme raus, zumindest nicht für DAX und Co. hier für die kommende Handelswoche. Was natürlich sehr wichtig ist, ist die FED-Zinsentscheidung hier am Mittwoch, wobei
der Fahrplan und auch Reaktionen auf Kommentare von der Fed, alles etwas konservativer als eigentlich geplant, ja, voranzutreiben. Hier eben auch darauf zu schauen, dass natürlich hier die wirtschaftliche Lage bzw. bestimmte Indikationen durch andere Wirtschaftskennzahlen das eigentlich bestätigen, dass diese nun doch etwas konservativere Politik der Zinspolitik oder die konservativere Zinspolitik, die jetzt nun doch die Fed anstrebt, dann auch im Endeffekt umzusetzen. Somit ist das hier schon ein wichtiger Punkt, am Mittwoch darauf zu schauen, 20. März, Fed-Zinsentscheidung, danach FOMC-Wirtschaftsprojektion beziehungsweise 19.30 Uhr dann FOMC-Pressekonferenz. Es ist nach wie vor so, dass natürlich die USA eine Stunde vor uns liegt von der Uhrzeit, sprich die US Opening Bell 14.30 Uhr statt 15.30 Uhr, wichtige Wirtschaftskennzahlen, die sonst um 14.30 Uhr rauskommen, kommen um 13 Uhr, doch 14.30 Uhr rauskommen, kommen um 13.30 Uhr, die um 20 Uhr sonst rauskommen, kommen entsprechend um 19 Uhr und so weiter. Also das ist wichtig. Und am Mittwoch hier, wie gesagt, FOMC Pressekonferenz bzw. Fed-Zinsentscheidung. Dann hier aus England natürlich weiterhin das Brexit-Thema. Aber aktuell ist es hauptsächlich für den britischen Pfund interessant. Alle anderen Märkte und auch Währungen interessiert aktuell das Thema Brexit noch nicht so nennenswert. Trotzdem sollte man wirklich höllisch aufpassen, denn es kann schnell passieren, dass hier doch die ein oder andere Entscheidung, hier geht es jetzt wirklich darum, ob der Termin vom 29. März hier gegebenenfalls nach hinten verschoben wird. Es sieht ja alles danach aus, also das ist schon irgendwie einkalkuliert, aber gehen wir mal davon aus, dass dieses jetzt einkalkulierte Verschieben, was in meinen Augen in den Märkten einkalkuliert ist, wenn das doch nicht stattfindet und der harte Brexit auf einmal in 2 Wochen vor der Tür steht, oder fast nicht mal mehr in 2 Wochen, dann würde das hier auch andere Märkte tangieren. Da bin ich mir sicher und zu Volatilität führen. Von daher sollte man hier natürlich auch immer darauf achten, auch gerade offene Positionen und so weiter und so weiter. Dann kommt hier aus England nochmal Bank of England Zinsentscheidung. Das sollte auch nicht ganz so uninteressant sein, aber auch hier vorrangig natürlich für Euro, US-Dollar und britischen Pfund. Und am Freitag, was jetzt hier rauskommt, Einkaufsmanager-Index, verarbeitendes Gewerbe aus Deutschland, ist für uns jetzt nicht ganz so interessant. Mal kurz draufschauen, aber nicht ganz so wichtig. Also das jetzt hier nochmal, hatte ich am Anfang ganz vergessen, natürlich auch nochmal die wichtigen Punkte. Wir blicken auf den Euro-US-Dollar und der hat leider nicht ganz so das gemacht, was wir gerne sehen wollten, denn hier war ja der Kerngedanke, dass sich der Markt gegebenenfalls dann doch wieder dieser Vorwoche Donnerstag eben dieser Abwärtsbewegung hier widmet und gegebenenfalls dann hier eben erneute Tendenzen auf der Abwärtsseite zeigt, weil wir hier einfach mal kurzzeitig Momentum hatten. Und wir hatten schon gesagt, okay, also wenn wir das aber so handeln, wenn wir hier eben den Euro-US-Dollar handeln, der vorher extrem shoppy war und auf jeden Fall zeigte, dass wir hier vorsichtig sein müssen, weil eben diese Seitwärtstendenzen und keine richtige Trendfolge im Prinzip eintritt, dass wir hier auf jeden Fall konservativ agieren müssen. Entsprechende Widerstandszonen, ich zeichne das mal ein, ja, die waren hier, dann auch diese Zone hier, ja, die waren nicht ganz so unwichtig. Das ist ja im Endeffekt hier der Bereich, der richtungsentscheidende Bereich, den wir dann auch angenommen hatten. Das war hier dieser Bereich. Da hat der Markt dann auch mal kurz reagiert, hatte den Bereich dann auch später als Unterstützung genutzt, hat auch hier unten kurzzeitig reagiert. Also es kamen immer wieder Reaktionen zwar an charttechnisch wichtigen Bereichen, aber es ging grundsätzlich in der vergangenen Handelswoche aufwärts. Und erst der 13.30er Bereich, der in der Vergangenheit extrem wichtig war, mit dem wir immer wieder gearbeitet haben, erst der bremste den Markt, aber auch nur kurzzeitig, um dann nochmals den 13.30er Bereich zu testen und dann schlussendlich ganz knapp darunter den Freitagsschlusskurs zu finden. Also das ist alles nach wie vor shoppy. Shoppy bedeutet, der Markt zeigt keine sauberen Trendtendenzen. Wenn auf der einen oder anderen Seite immer mal was eintritt, dann setzt sich das nur kurzfristig fort und dann geht es wieder in die andere Richtung. Wir sind quasi sehr, sehr oft seitwärts tendierend, haben zwar übergeordnet jetzt hier in irgendeiner Art und Weise, Moment, das sollte jetzt ein Pfeil werden, in irgendeiner Art und Weise zwar eine Abwärtsbewegung, ja,
Auch hier kann man da sogar eine Trendlinie zeichnen. Aber schaut mal, wie weit jeweils, und das ist auch das, was wir immer wieder gesagt hatten, mit Vorsicht im Euro-US-Dollar, wie weit dann im Endeffekt in dieser grundsätzlichen Abwärtsbewegung die Erholungsphasen dann wieder stattfinden. Normalerweise heißt es ja, rein theoretisch, und wir haben hier schon mit überlappenden Sprüngen gearbeitet, dass wir dann eigentlich so alte Tiefs, die da irgendwie durchstoßen werden, dann grundsätzlich halten sollten. Das hielt hier in diesem Fall dann auch mal, das hielt hier dann nur kurzzeitig. Das Überlappen hatten wir schon mit eingepriesen hier in die Überlegungen, aber selbst das funktionierte nicht richtig und das führte dazu, dass wir zwei Trades hier zwar dann grundsätzlich mal umgesetzt haben, einen auf der Abwärtsseite, einen sogar auf der Longseite, dann hier in Richtung 13,30, aber selbst das dann in Richtung 13,30 gerade mal den Verlust hier der Abwärtsseite, wo wir einen kleinen Verlust einfahren mussten, das gerade mal wieder aufgeholt hat. Also nach wie vor extrem schwierig, den Euro-US-Dollar zumindest hier so in dem mittelfristigen Bild zu handeln. Leicht interessanter wird es im wirklich kleineren Bereich des Handelns, wobei das eben aktuell für mich auch nicht wirklich interessant ist, denn wir haben nach wie vor, wir sind kurz am Steigen gewesen, aber nach wie vor auch relativ, wir können das auf dem Tageschart uns mal anschauen, relativ kleine Schwankungen hier der ATR, ich ziehe hier mal ganz kurz groß und das ist ja für uns eigentlich wichtig, ich mache das mal ganz groß hier. Nach wie vor, ich muss es immer wieder erwähnen, denn ich weiß und ich habe ja auch letztens wieder eine E-Mail bekommen bezüglich des Euro-US-Dollars mit Fragen. Wir hatten das im Devisenradar-Webinar besprochen. Es kommen immer wieder die Fragen, auch die Fragen nach Chancen im Euro-US-Dollar. Und schaut mal hier unten diese ATR. Wir waren hier, das ist ja hier die grobe Schwankung der ATR. Was bedeutet die ATR? Die ATR ist im Prinzip die Messung der Schwankungsamplitude. Und wir sehen, dass wir jetzt hier im Verhältnis zu der Vergangenheit, das geht ja hier bis ins Jahr 2017 zurück, aktuell hier der Blickwinkel im Tageschart, dass wir hier auf relativ tiefem Niveau rangieren. Wir waren zwischenzeitlich zwar noch tiefer, aber wir sind nach wie vor im Verhältnis zu der Vergangenheit sehr, sehr tief. Und wenn wir das mal messen, hier mit dem Fadenkreuz, wir waren hier unten bei einer durchschnittlichen Tagesschwankung von 43, 44 Ticks und sind aktuell bei einer durchschnittlichen Tagesschwankung von 53 Ticks. Das bedeutet, der Euro-US-Dollar bewegt sich lediglich, man muss hier an dieser Stelle wirklich sagen, lediglich 53 Pips durchschnittlich am Tag und das dann nicht mal im Trend. Was da bedeutet, das ist extrem schwierig, dann aus dieser kleinen Schwankung auch wirklich noch gesund sich Stücken herauszuschneiden, die da dann auch Geld bringen. Somit erstmal grundlegend wieder etwas ausführlicher Vorsicht nach wie vor im Euro-US-Dollar. Und dann schauen wir uns das Ganze an, 13,30 bis 14,30, das ist hier diese ewige Seitwärtszone, an der wir aktuell unten zwar noch knabbern, also aktuell, das werden wir uns gleich anschauen, ist es hier nach wie vor denkbar, dass vielleicht Abwärtstendenzen eintreten sollten, aber wenn wir hier rüber gehen, ja, dann wäre es jetzt sogar für mich so, das schauen wir uns gleich nochmal an, dass ich hier sogar ab 13,30 mal etwas konservativerer einen Satz auf der Long-Seite mal versuchen würde. Und das schauen wir uns jetzt an, wir gehen mal hier auf den 4-Stunden-Chart wieder zurück, schieben das Bild mal etwas kleiner, weil die Bereiche kennen wir ja jetzt, ja, die da wichtig sind in der Zukunft. Und wir können das Bild auch relativ klein lassen, denn die Wochenschwankung ist ja auch nicht sonderlich groß. Was für mich bedeutet, schaut mal, wir sind jetzt an dieser 13,30 dran, ja, hier zweimal getestet. Wir tun jetzt mal so, als würde dieser Bereich halten. Also der Markt geht vielleicht hier nochmal am Montag oder vielleicht schon in der Nachtsession nochmal ein Stück höher. Ja, und ist hier irgendwo in dem Schlusskursbereich knapp tiefer oder ähnliches. Ich würde mal hier so ganz vorsichtig mal hier so eine Trendlinie einzeichnen. Ja. Wenn wir jetzt anfangen, hier erneut Schwäche zu sehen und der Markt gegebenenfalls eben diesen Bereich um diese Trendlinie, beziehungsweise ist es schlussendlich so in etwa so knapp der Bereich über 1,13, 1,13,05. Wenn wir dort runtergehen, dann ist das auch so der richtungsentscheidende Bereich für die kommende Handelswoche, wobei man hier dann eben wirklich schauen muss, wie schnell bewegt sich der Markt, wie weit oder wie schnell geht er wirklich da drunter, geht der Momentum da drunter oder nicht. Somit bedeutet das, unterhalb dieses 13,05er/13,00er Bereiches, würde ich es dann nochmal auf der Abwärtsseite versuchen, so wie es dann auch in der vergangenen Handelswoche der Kerngedanke war, dass wir hier damit arbeiten, dass der Markt eben wenigstens einen Hauch dieser Schwäche der vorletzten Handelswoche nochmal aufnimmt, in den Bereich 12,63, beziehungsweise sich dann eben langsam, aber hier dann eben lieber mit konservativeren, kleineren Zwischenzielen arbeiten, dass der Markt sich gegebenenfalls
jedenfalls hier gen Süden bewegt, vielleicht auch mit zwischendurch leichteren Erholungsphasen, die sich dann eben gen Süden eventuell irgendwie vorarbeiten. Also hier drunter unter 13.00 weiterhin vorsichtig die Abwärtsseite. Aber wenn wir hier einen schon gesehen haben, zum Beispiel in 12.50 in diesem Bereich, beziehungsweise 12.40, dann erstmal schauen, wie kam der dahin, gegebenenfalls das Bild sich neu anschauen und nicht immer wieder auf die Abwärtsseite hier wirklich draufschlagen. Also wenn man dort einen halbwegs guten Trade absolviert hat, dann lieber erstmal nochmal komplett neue Analyse und dann eben schauen, denn es kann sein, dass wir hier so unangenehm hin und her tanzen, dass man sich dann, dass man schnell Gefahr läuft, dann vielleicht den schönen Gewinn auch wieder wettzumachen. Bleibt der Markt oberhalb von dieser 13.05, beziehungsweise was hier für mich noch interessant ist, eigentlich ganz knapp oberhalb der 13.30, also wieder in diesem Bereich 13.30 bis 14.30 drin, dann wäre es interessant, hier den Rutsch in Richtung in etwa 1.14 zu handeln. Wir hatten das schon mal hier auf der Long-Seite. Da haben wir allerdings, ich glaube, es war 1.14.07 oder 1.14.12 oder irgend sowas. Das hier oben hatten wir schon mal als Ziel. Ich würde jetzt hier nochmal einen leicht konservativeren Schritt wagen, weil hier war dann der Breakout auch etwas höher. Ja, und da hatten wir dann eben darauf gesetzt, dass hier diese Bewegung stattfindet in diesem Zielbereich. Und ich würde jetzt mal damit arbeiten, dass der Markt in etwa diesen 1.14er Bereich anläuft. Beziehungsweise würde man fast noch konservativ damit arbeiten können mit 95. Das ist in etwa so die Zone hier. Also dass der Markt oberhalb in etwa der 13.30, 13.35 dann den Rutsch oder die Kraft findet in Richtung des 1.14er Bereiches, beziehungsweise, Moment, wir machen daraus einen Pfeil, beziehungsweise so knapp darunter zu laufen. Da hätte man natürlich auch nochmal eine halbwegs akzeptable Bewegung, die hier mit dem Kern, mit dieser Kernbewegung einhergehen würde, in Richtung in etwa so 95 bis 1.14. Also wirklich kleinere Ziele, die müssen wir uns anschauen. Wir müssen schauen, gibt es dann entsprechende Trigger, um das umzusetzen. Kleinere Ziele wählen, nicht sonderlich viel an Schwankung erwarten. Und für diejenigen, die eher konservativ agieren wollen oder generell konservativ agieren, sollte gegebenenfalls der US-Dollar vielleicht nicht der interessante Markt sein, sondern dann vielleicht der britische Pfund, den wir uns natürlich in den entsprechenden Livestreams, DAX Long oder Short, US Opening Bell, dann auch immer mal wieder anschauen, dass man gegebenenfalls dann da vielleicht Trades umsetzt, als hier immer zwingend im Euro-US-Dollar. Wir gehen abschließend hier natürlich aufs Gold ein. Gold hat erstmal auch nicht hundertprozentig das gemacht, was ich wollte, aber wir haben trotzdem dann eine sehr, sehr schöne Bewegung auf der Abwärtsseite gehabt. Und auch hier war mein Gedanke, lieber etwas vorsichtiger agieren und handeln als zu aggressiv. Was war hier der Kerngedanke? Der Kerngedanke war, dass dieser 13.05er Bereich hier dann auch getestet durch diese Tiefbereiche, dann auch sehr, sehr wichtig in der Vergangenheit, der Markt 13.05, bzw. der Bereich 13.05 wichtig. Was passierte? Der Markt arbeitete sich erstmal in diesem Bereich vor. Dieser Bereich war hier als Kern und Kernwiderstandsniveau auserkoren. Der Markt reagierte auch leicht erstmal in diesem Bereich, aber ging dann erstmal darüber, was hier zugegebenermaßen auch wirklich zu einem Fehltrade führte, weil ich einfach hier wirklich davon ausgegangen bin, dass dieser 13.05, 13.06er Bereich in etwa hält und ich hier sogar dann eben mit einem in etwa 3 Dollar Stop gearbeitet habe, also ein leicht höherer Stop, der dann eben ausgestoppt wurde. Hier also wirklich Pech gehabt. Was führte denn aber, oder was kam danach? Danach kam dann nochmal etwas Momentum drauf, wieder in diesen wichtigen Bereich. Der Bereich wurde dann eben sauber angelaufen, sauber durchstoßen und dann kam hier eine Bewegung auf der Abwärtsseite, die dann eben dazu führte, dass man natürlich mit dem gleichen Gedanken dann auch relativ interessantes Geld verdienen konnte. Dann allerdings ging der Markt wieder nach oben. Es führte nicht dazu, dass hier nochmal ein nennenswertes Setup kam, denn diese Gegenbewegung war dann erneut relativ sauber und scharf und wir endeten schlussendlich ganz knapp unterhalb des 13.05er Bereiches, nachdem dieser dann nochmal getestet wurde. Also wirklich Gold in der vergangenen Handelswoche wirklich, wir haben es selten sowieso gehandelt. Wir haben gesagt, okay, lieber ein bisschen vorsichtiger, hatten dann zwischenzeitlich auch Setups entworfen, die gar nicht zum Tragen kamen. Dann kam dieser ungünstige Lauf über diese 13.05, also das war hier wirklich, ja, wirklich sehr, sehr unschön. Nun sollte aber für die kommende Handelswoche der Bereich 13.05 der richtungsentscheidende Bereich sein. Es ist durchaus nicht auszuschließen und somit würde ich hier diesen dann auch logischerweise einzeichnen, ja. Richtungsentscheidend für mich. Sollte der Markt unterhalb bleiben, wäre es hier auch sofort denkbar, dass sich wieder Abwärtstendenzen zeigen. Als allererstes in den Bereichen etwa so 92, 93, das ist so diese Zone, die wir jetzt hier schon zweimal angelaufen haben.
Ja, dieser Bereich in etwa. Dann natürlich weiterführend, hier ist es nochmal wichtig, auch diese kleine untere, kleine Minischiebezone, so das ist so in etwa 88, bis hinab zur Grenze 82, das ist hier nochmal so ein Unterstützungsbereich. Also hier sollte man wirklich aufpassen, hier kann der Markt dann nochmal bremsen und etwas stärkere Erholung sehen, um dann vielleicht wieder abwärts zu laufen. Also diese ganze Zone hier unten, die sollte schon unterstützend wirken, was einfach dazu führt, also diese Zone hier, ja, die sollte schon nicht ganz so uninteressant für Unterstützung sein, was einfach dazu führt, dass wenn ich hier zum Beispiel den Break habe, dieses 92er, gut 92er Bereiches, dass ich hier unten nicht anfange, Trades aufzubauen. Ja? Also hier unten, wenn dann Short-Trades nach Erholungen, in denen wir uns ja scheinbar aktuell befinden, dann eben wirklich auf höherem Niveau die Abwärtsseite versuchen und nicht hier so einen Break nach unten zu handeln, weil dann ist natürlich die Chance in Richtung des Unterstützungsniveaus nicht mehr so weit. Also auch erstmal zumindest konservativ agieren, entweder jetzt hier relativ zügig die Abwärtsseite oder wenn der Markt hier reinläuft, dann wieder eine Erholung abwarten, um dann erneut wieder die Abwärtsseite zu handeln und das dann eben in Schwüngen fallender Hochs und fallender Tiefs. Sollte allerdings der 13,05er Bereich nach oben durchstoßen werden, so wie wir es in der vergangenen Handelswoche schon mal kurz gesehen haben, ja, auch hier natürlich in diese Schiebezone rein, okay, das war von meiner Seite erstmal nicht so gesehen bzw. so angedacht, muss man an der Stelle auch wirklich so sagen. Aber jetzt, wenn wir wieder rüberkommen, dann ist es denkbar, dass wir hier natürlich auch neue Hochs ausbauen, die alten Hochs der Vorwoche nach oben durchschreiten, dass wir in den nächsten Kernwiderstandsbereich 13, 14 laufen, hier dann vielleicht kurzzeitig reagieren, um dann eben die Aufwärtsseite wieder weiter fortzusetzen, 13, 21, und dann kommen ja wieder die ganzen Widerstände auf der Aufwärtsseite und dann übergeordnet natürlich den Kernaufwärtstrend, der seit Monaten quasi läuft, hier dann wieder aufzunehmen. Und in Richtung dann im Endeffekt des erstmal 13,26er Bereiches. Das ist so der Bereich, der erstmal für die kommende Handelswoche eigentlich, wenn dann realistisch ist. Ich denke, viel, viel höher sollte es erstmal nicht gehen. Aber dann kann es eben sein in den Folgewochen, dass wir natürlich uns in Richtung der Bewegungshochs hier oben wieder aufmachen, ganz knapp unter 13,50 und dann natürlich weiter darüber laufen. Also das somit 13,05 als richtungsentscheidend. Darunter erstmal wieder Abwärtstendenzen, darüber Aufwärtstendenzen. Und ich würde es auch hier ähnlich wie im US-Dollar mit leicht konservativeren Ideen versuchen, gerade weil ich eben vergangene Woche eben nicht so positive, ein so positives Feedback bekommen habe, auch dieser Trade mit dem 13,05er Bereich, dort der Short-Trade, der hat mich schon ein wenig auch geärgert, weil ich hier auch fast auf den Punkt ausgestoppt wurde, der Markt dann drehte. Gut, dafür kann man nichts, das ist halt so, aber es ärgert einen natürlich trotzdem. Ich wünsche euch für die kommende Handelswoche erstmal gut Trades und Mega-Trading. Würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn wir uns in den entsprechenden Livestreams kommende Woche hören. Bis dahin euch nur das Beste und noch einen schönen Sonntag. Euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.